Ja, die ganze Station wird renoviert, nur diese Treppenstufen werden nicht beseitigt. Ich finde, das könnte man auch in einem machen. Dann käme man hier barrierefrei bis zu den Rolltreppen. Die Linke hat dazu einen Antrag gestellt, dass zusätzlich noch weitere Maßnahmen zur Barrierefreiheit gemacht werden sollen. Der ist leider abgelehnt worden.